der Berufsstimme hat. Einen Applaus für Manfred Hederer. Manfred Hederer, gestern haben Sie einen schwarzen Pinsel verliehen. Für wen war denn der und warum? Ja, der schwarze Pinsel ist ein Negativpreis und wir haben uns entschlossen, ihn der Frau Bundeskanzlerin zu geben, weil wenn wir die Frau Landwirtschaftsministerin fragen, sagt sie letztendlich, das darf ich nicht, die Kanzlerin erlaubt es nicht. Und deswegen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass sie die Imkerei und viele Dinge rundherum am meisten und am festesten ausbremst. Und der schwarze Pinsel, das ist, was man hat, wenn man keine Bienen mehr hat. Erklären Sie den schwarzen Pinsel. Wozu braucht man den? Der schwarze Pinsel ist das Symbol, wie es in China ist. Da sind die Bienen ja schon ausgestorben in manchen Landstrichen durch die Agrarchemie. Und jetzt müssen die Leute selber in den Bäumen rumklettern und mit den Pinseln die Arbeit der Bienen dort imitieren. Das ist kein Witz. More than Honey. In dem Film More than Honey kann man das sehen. Und wir wollen hier unsere Imker erhalten. Und deshalb ist Manfred Hederer heute hier, um dem Bundeskanzleramt welche Botschaft zu geben. Was erwarten Sie von der Bundesregierung zur Rettung der Bienen? Ja, endlich auf unsere Vorschläge und auf die Notwendigkeiten einzugehen. Wir brauchen wieder richtig blühende Wiesen und Felder und nicht so Blühstreifen zur Tarnung, so Kulissenprogramme, sondern einen echten Lebensraum für unsere Bienen wieder. Wir Feld mit Kornblumen drin und nicht nur nackt und braun und so weiter, also richtig wie es früher war. Richtig wie es früher war, dazu gehört auch ein Verbot, habe ich gehört, die Imker setzen sich ein für das Verbot von Pestiziden. Christoph Bautz, da kann man, wenn man der Meinung ist, dass die Bienen gefährden, wenn Pestizide verboten werden sollen, kann man auch seine Unterstützung online mit abgeben. Dazu vielleicht ein Satz von Christoph Bautz, denn bei Campbell kann man mitmachen.